Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Da bin ich wieder. Heute kochen wir was ganz Schönes. Wisst ihr, was Rauke ist? Als ich das Rezept gesehen habe, Hähnchen vom Blech mit Raukepesto, klang das ja schon mal richtig schön. Aber ich musste erst mal Rauke googeln. Rauke ist eigentlich Rucola, laut Google. Bloß irgendwie, also Rucola in Wild. Mein Problem war, wo finde ich die Scheiße? Also habe ich Rucola gekauft. Soll wohl dasselbe sein. Mal schauen, ob es klappt, wie ich es mir vorstelle. Natürlich nehme ich euch bei jedem Schritt mit. Werde natürlich die Zutaten, die Menge, alles drumherum wieder zum Schluss zeigen. Und in meine Beschreibung reinfügen. Über ein Like, Abonnent oder Kommentar würde ich mich sehr freuen. Als erstes putze und schäle ich die Möhren. Tada! So, geschält, geschnitten, die Enden abgeschnitten und weiter geht's. So, ich habe die Hähnchen und die Möhren in eine Schüssel gegeben, habe Salz, Öl, Curry und Chili reingemacht und gut verteilt. Ich sollte eigentlich scharfen Curry nehmen, also mittelscharfen Curry. Da ich sowas nicht gefunden habe, habe ich einfach Curry mit scharfen vermischt. Und das kommt jetzt gleich für 40 Minuten in den Ofen. So, ich habe Knoblauch genommen. Ich habe hier zwei genommen, da ich auch ein bisschen mehr Fleisch habe. Rucola, ein paar habe ich schon zur Seite gelegt. Und das kommt jetzt in so ein hohes Gefäß und wird mit dem Stab dann verrührt. Ja gut, ich habe ein bisschen weniger Rucola reingemacht anscheinend. Oder vielleicht muss es so wenig sein. Ist ja fast gar nichts. Aber ist ja egal, wir wollen es ja nur probieren. Und was ich vergessen habe zu sagen, ich habe noch 5 Esslöffel Olivenöl reingepackt, natürlich. So, ich habe mal eine andere Schüssel gemacht. Habe noch mit Salz abgeschmeckt. Jetzt werde ich noch Parmesan, gehobelten Parmesan, ich hoffe, das ist richtig, verrühren. Und ja, dann sind unsere Hähnchen auch gleich fertig. So, da sind meine Hähnchen und meine Möhrchen schon aus dem Ofen und mit Rucola bestreut. Hier habe ich mein Pesto. Ich weiß ja nicht, weil ich bin nicht so Rucola-Fan. Und wie gesagt, Rauke habe ich gegoogelt, soll wohl dasselbe sein oder ähnlich. Ja, mal sehen, ich werde jetzt gleich probieren und werde euch berichten. Tada, da ist das Essen. Probieren wir erstmal die Möhrchen. Also schon mal mit der Gabel, also man braucht kein Messer, die sind sehr weich. Sehr weich, würzig. Zu viel Knoblauch. Aber wer Knoblauch mag, bitte. Schmeckt echt gut. Das Fleisch, ganz ehrlich, das wird doch nicht viel anders schmecken, wie sonst so Fleisch schmeckt. Mögt ihr die Haut auch so sehr? Ich ziehe immer als erstes die Haut ab, weil das ist, wenn die Haut nicht schmeckt, schmeckt das Hähnchen nicht. Also, schmeckt gut. Ja. Meiner Meinung nach jetzt nicht irgendwie besonders gut. Nicht viel anders, wie sonst ich Hähnchen mache. Naja, aber dieses Rucola-Pesto, egal, ob das Rauke sein soll oder sonstiges, das könnte man öfter machen. Schmeckt echt gut als Alternative. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, ich habe weder Nudeln, noch Reis, noch Brot, noch Kartoffeln genommen. Was heißt das? Es ist Low Carb. Also perfekt zum Abnehmen. Für die Vegetarier natürlich, Hähnchen gut. Nochmal eine Alternative. Ich weiß ja nicht, was es so gibt.
Ja, aber es ist auf jeden Fall low carb und gesund. Viel Spaß beim Nachmachen und danke fürs Zuschauen. Liken, abonnieren und vielleicht kommentieren nicht vergessen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.